So, wir sind jetzt hier schon tief ins Weiße Haus der Vereinigten Staaten von Amerika eingedrungen und wollen jetzt den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Daniel Morris, töten. Sind in seinem Büro angekommen und da steht er ganz alleine und wartet darauf, dass der Killer Vollzug meldet. Aber noch ist der Präsident nicht hier und noch können wir per Mark Pachetzi den Dritten auch noch aufhalten. So. Das sieht mir nach einer geeigneten Gelegenheit aus, unsere Giftspritze zu zücken. Und wir wissen, dass er bewaffnet ist. Hat uns ja schon mal mit der Desert Eagle rausgejagt, aber ja, dieses Mal wird er die Waffe nicht zücken können. Denn dieses Mal schicken wir ihn ins Jenseits mit der Giftspritze. So, Zugangskarte für den Westflügel, die brauchen wir noch sehr schön. Und die Desert Eagle können wir auch nochmal mitgehen lassen. So. Gut, dann bevor noch irgendjemand hier uns nahe kommt, würde ich sagen, verstauen wir ihn in der Truhe im Nebenraum und machen uns dann schnell hier weg, denn so ganz ohne Risiko ist das natürlich nicht. Hier wimmelt es von Wachen, dass es niemand kriegen, das hat der Vizepräsident, auch wenn er den Präsidenten töten wollte und ja, ziemlich Dreck am Stecken hat. So, Klappe zu, Affe tot, wie ich so gerne zu sagen pflege. Sehr schön. Kurz den Koffer noch mitnehmen. Und dann verziehen wir uns mal. Am besten nicht hier durch, hier durften wir ja nicht rein. Okay, der Typ darf hier anscheinend rein. Als Handwerker, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen. Wahrscheinlich hätten wir uns auch als einer von denen verkleiden können und hier so zum Vizepräsidenten gelangen können. Aber so wie wir es gemacht haben, war es eigentlich ausreichend. So. Ach, wir haben den Hund hier eingesperrt. Naja, Schwamm drüber, würde ich mal sagen. So, First Lady, wir haben gerade ihren Gatten gerettet. Sie werden es uns wahrscheinlich nicht glauben, aber so ist es. So, dann würde ich mich gerne nochmal hier und im oberen Stockwerk umsehen. Tatsächlich. So, der Handwerker kommt wieder raus. Hat seine Arbeit anscheinend gemacht. Glücklicherweise uns nicht überrascht. Das hätte ja auch passieren können, dass der plötzlich da reinkommt, wenn wir gerade Gift in den Vizepräsidenten reinjagen. Aber das haben wir timingmäßig ganz gut abwenden können eigentlich. Gut. Das ist doch eine ganz gute Sache. Und ja, jetzt können wir uns hier halt noch umsehen. Aber ich glaube, so spektakulär ist das hier nicht mehr. Sieht alles auch relativ ähnlich aus wie in den unteren Bereichen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, okay, hier waren dann auch die Handwerker tätig, die wir von der Leiter aus gesehen haben. Auch nicht so spektakulär. Genau hier waren wir hochgeklettert und hatten es dann lieber doch sein lassen. Werkzeugkasten hätten wir natürlich auch eine Waffe platzieren können und damit den Vizepräsidenten über den Haufen schießen können, aber ich fand, so wie wir es gemacht haben, eigentlich eine elegantere Methode. So. Wir geben uns auch gleich wieder bergab und dann hoffentlich in den Westflügel. Ja, würde ich da mal vorschlagen. Hier ist aber allerdings die falsche Route. Leider Gottes. Hier geht es ja links rum wieder zum Museumsbereich. Da wollen wir nicht hin, da waren wir ja schon. Haben wir auch schon das Video mitgenommen. Jetzt die Kameras, hier zeichnen nichts mehr auf, aber hier würde ich gerne lang, genau. Weil wir oben natürlich den vorderen Part noch nicht haben. Von dem her sollten wir uns da vielleicht ein wenig näher umsehen. Nein, nein, hier kann man aus dem Fenster raus spazieren. Okay. Das klingt doch ordentlich. So. Okay. Tür öffnen. Befindet sich hier so ein Geheimdienstagent oder sowas? Keine Ahnung. Also probieren wir es einfach mal unten. Indem wir unsere Zugangskarte dann auch wirklich weise einsetzen. So. Mit dem Gewehrkoffer natürlich immer noch mit am Start. Könnten wir auch hochklettern dann theoretisch. Lassen wir aber lieber mal. Meine Ahnung, ist das nicht schon? Mark Pachetzi der Dritte, da läuft er gerade raus. Bin
mir, glaube ich, sogar ziemlich sicher, dass er das ist. Gucken wir aber mal auf der Map nach. Ja, er steht jetzt vor dem Oval Office. Da ist auch eine ausgeschaltete Zivilperson. Gleich kommt er definitiv nicht von uns. Also das ist äußerst mysteriös. Wobei, so mysteriös ist es gar nicht. Er scheint auf uns zu warten, scheint nicht von uns gesehen werden zu wollen. Und hat ganz offensichtlich auch jemanden umgelegt. Wir betäuben ja immer nur, er legt um. So. Ein Typ. Noch zu einer. Und ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass die richtig misstrauisch werden, weil was weiß ich, wer als eine Zugangskarte hat. Wahrscheinlich nur die Geheimdiensttypen. Und der Vizepräsident, wenn wir da reinlaufen. Naja, bevor wir es da versuchen, würde ich es gerne nochmal oben da probieren, über diese Veranda. Ach, Veranda. Veranda ist vollkommen das falsche Wort, über diesen Dachüberstand. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Hoffe es zumindest. So. Genau. Wo haben wir sie? Hier? War das hier? Nee. Das war hier. So nämlich. Sehr schön. Gut. Kommst du hier denn durch, Mr. 47? Das sieht doch gut aus. Und hier schön die Leiter runtergeklettert. Vielleicht ist es nicht der ganze offizielle Eingang, aber vielleicht ein wenig risikoloser. So. Ja, dann wollen wir doch mal. Zur Not haben wir auch noch eine Betäubungsspritze. So ist es nicht. So, wir sind jetzt direkt über dem Oval Office. Da tigert Pacetti jetzt auch gerade wieder rum. Offensichtlich. So, können wir nämlich auch die Zugangskarte verwenden. Ich hab nur wirklich halt Schiss, dass wir da nicht rein dürfen, ne? Mit der Zugangskarte. Schwierige Entscheidung, definitiv. Ist dann wirklich kein diskreteren Weg. Der hier oben ist vielleicht ein bisschen diskreter, aber sieht genauso im Westflügel erster Stock. Guckt euch das an, da sind trotzdem zig Leute. Auch noch ein Überwachungsraum. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Wachen sind oder wirklich Leute, die uns gefährlich werden könnten. Ist halt immer so die Sache, ne? Was sind das für Typen, die sich da drin aufhalten? Wieder dieser Geheimdienst. Geheimdienstkrawatte, sag ich jetzt mal. Tja, das Weiße Haus. Sturm, und ich stehe wirklich vor einer schwierigen Entscheidung, weil bis jetzt ist die Mission sehr, sehr gut gelaufen. Obwohl sie ziemlich schwer ist, fand ich bisher. Wir haben uns eigentlich immer für die richtige Möglichkeit entschieden. Muss doch mal irgendjemand auch mal schön Luft schnappen. War das natürlich ein wenig. Kommen wir hier vielleicht rüber irgendwie? Ein wenig utopisch ist, wenn, wenn. Die Gewehrkoffer hier mal abstellen. Wenn es so schüttet und strömen. Züge erster Stock. Scheint wirklich keiner von den Kollegen rausbequemen zu wollen. Ist natürlich ein bisschen schade für uns. Naja. Was soll's. Gehen wir jetzt rein oder nicht? Jetzt warten wir dann im Raum. Der scheint nicht auffällig irgendwas zu sagen. Du, wenn du uns siehst. Hallo? Sie haben hier nichts zu suchen. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Deswegen habe ich auch so lange gewartet. Wir könnten den geheimen Typen da unten ausnocken. Ob uns das jetzt für den entscheidenden Vorteil bringt, weiß ich natürlich nicht. Scheiße. Ah ja. Endlich. So einen wie dich habe ich lange Zeit gewartet. Mein Freund, komm mal her. Boah, waffentechnisch sind wir richtig gut ausgerüstet. Eine Betäubungsspritze haben wir nämlich noch.
Das Aufschlag als Museumspersonal haben wir uns ja so geholt. So. Für Träume wünsche ich, mein lieber Herr Regierungsagent, was auch immer. Secret Service. Aha. Gut, nehmen wir mal mit. MP5 hat er auch am Start. Und Zugangskarte für den Westflügel. Die haben wir natürlich schon. Aber ein wenig erstaunen würde ich den Herrn natürlich trotzdem gern. Nicht, dass der gleich uns im Weg rumfliegt. So. Ich glaube, hier hat auch relativ. Wir haben auch relativ wenig Leute Einsicht auf diesen Punkt. Hoffe ich zumindest mal. Kann das gerade abgebaut und das kennen wir hier. Hier sind so scharfe Sicherheitsrichtlinien in dem Weißen Haus, dass das tatsächlich ein Wunder ist, wenn hier überhaupt mal der Balken wieder grün ist. Nachdem wir schon eine Dame unsere Waffe untergejubelt haben, eine Dame so eine Vitrine geschubst haben, einen Museumsangestellten beim Duschen gestört haben und seine Kleidung geholt haben, Marine betäubt haben und so. Haben wir schon so einiges fabriziert, aber jetzt sollte das eigentlich problemlos laufen. Ja, ich bin der neue Kollege vom Secret Service, was geht? Alles gut bei dir, hoffe ich doch. Hier ist noch so eine Art Fachraum. Sehen wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen näher um. Achso, ich glaube, da haben wir nochmal einfach die Verkleidung als Secret Service Agent, wenn ich das so richtig sehe. Was glaube ich? Ich glaube gar nichts. Und da haben wir nochmal Pistolen, MP5, nochmal Pistole, nochmal MP5. Also von den Waffen her, ich kann mal kurz durchscrollen, sind mir richtig gut. MP5, Maschinenpistole, Desert Eagle, halbautomatische Pistole, dann eine Pistole SP, halbautomatisch, dann die fett aufgemotzten Silver Baller, jeweils 18 Kapazität, wiegen auch ein gutes Kilo. Und hochwertiges Küchenmesser aus Edelstahl, eignet sich hervorragend für tiefe Schnitte, ist natürlich auch mit eingepackt. Einmal Giftspritze haben wir noch, die Betäubungsspritze ist leider leer, die Minen haben wir theoretisch noch, Klavierseite haben wir nicht gebraucht und der Koffer für das W2000 Scharfschützengewehr ist auch eingetütet. So, Hauptgebäude und zwar im Westflügel, also zugangskartenmäßig sind wir auch sehr gut ausgestattet. Ja, ich würde mal sagen, uns kann eigentlich nichts mehr aufhalten, außer natürlich der gute Mark Pacezzi. Ja, das wird ein krasser Typ. Wir wissen ja ganz genau, wo er ist und er scheint darauf uns zu warten. Er wollte nicht, dass wir ihn vorher irgendwie sehen. Das haben wir ja schon mitbekommen. Und das zeigt natürlich, dass er höchstwahrscheinlich auch was vorbereitet hat für uns. Aber wir sind der weltbeste Killer der Welt. Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Schon König vor so einem Möchtegern-Klon. So. Es sind ja auch einige Leute tatsächlich in diesem hinteren Bereich angestellt. Und auch natürlich einige Leute vom Secret Service, die herumlaufen, um alles zu überwachen, aber wir nähern uns tatsächlich immer weiter Mark Pacezzi, dem Dritten, dem Profikiller, dem Oberhaupt der Krähen und unserer natürlich viel gefährlicheren Zielperson, die wird deutlich schwerer zu eliminieren sein, gar keine Frage. So. Was haben wir hier noch? Okay, noch ein paar Räume. Der wundert sich jetzt vielleicht, aber ist alles eine Routineuntersuchung. Aber eigentlich habe ich nur Schiss, wirklich mich jetzt ins zweite Duell zu begeben, muss ich zugeben. Denn waffentechnisch sind wir eigentlich perfekt ausgestattet. Ich habe es ja eben schon gezeigt. Hier haben wir noch einen Lüftungsschacht. Und sonst eher uninteressante Dinge. Wie es aussieht. Überall die PCs, so muss es natürlich sein. Die Angestellten laufen hier rum. Es ist nicht mehr weit bis zu Pacezzi und zum Google Office. Der gute Hitman. Natürlich einen guten Sinn für Theatralik. Transpiriert das hier auch so. So, was haben wir hier? The Oval Office, das können wir schon betreten, aber ich würde mich gerne nochmal da hinten umsehen, bevor wir jetzt Pacezzi gegenübertreten. Das wird eine krasse Geschichte. So, was haben wir hier jetzt? Registry only, the War Call Records. Okay. Scheint auch hier überall wieder gebaut zu werden. Äußerst interessant. Nehmen wir noch einen Typen vom Secret Service. Für den Meeting. Da
auch hier können wir, glaube ich, das Oval Office betreten. Ja. Also, da wird irgendwas kommen, weil sonst würde das dann nicht so explizit stehen. Ich bin ganz stark von aus. So, da drin liegt dann auch eine Leiche. Bin mal gespannt. Ich würde mir das gerne nochmal ansehen, was der gute Pacezzi da fabriziert hat. Ist ja auch ein Killer. Wie wir, und deswegen nochmal ganz interessant, vielleicht das auch zu sehen. Der verzieht sich schon wieder. Der auch. Werfen wir einmal ganz kurz einen Blick drauf. Jo. Der ist tot. Und zwar mausetot. So. Damit uns das nicht als Leiche angerechnet wird, verziehen wir uns hier am besten lieber. Und, ja. Gehen dann auf direkten Weg ins Oval Office und stellen uns dem Duell der wohl zwei besten Killer der Welt, Mark Pacezzi und Agent 47.